Okay, der erste Vortrag, der diese FIFCON eröffnen soll, der ist gleich einer, der schon ziemlich große Fragen stellt. Ich glaube, einige von denen werden uns die ganze Konferenz über immer mal wieder begleiten. Denn es geht um Gestaltung, um die Frage, wie wir die Technik gestalten, die dann wiederum unsere Welt gestaltet. Darum, wie Informatiksysteme bestimmen, wie diese Welt, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und die Frage, welche Rolle wir und ihr dabei eigentlich spielen können oder spielen wollen. Der Vortrag kommt von Jörg und Daniel. Jörg Pohle und Daniel, ja, Nachname aussprechen, Daniel Guarnin und Jörg Pohle. Daniel ist Soziologe und Informatiker, forscht und berät speziell zu ethischen Fragen in der Gestaltung von Technik. Und in Jörgs Arbeit spielt so die Schnittstelle von Informatik und Politik vor allem eine große Rolle. Am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft ist er Co-Leiter im Forschungsprogramm Daten, Akteure und Infrastrukturen. Daniel und Jörg, bitteschön. Wir versuchen das, glaube ich. Jetzt ist schon mal an. Ist ja zumindest schön, dass es nicht Unterteil der Technik ist, der nicht funktioniert. Kannst du ein bisschen höher machen? Ja. Geht es besser? Ja, herzlich willkommen auch von uns. Wie gesagt, das ist Daniel, ich bin Jörg. Wir wollen heute zusammen ein soziologisch-informatisches ein Kooperationsprojekt vorstellen, bei dem es gerade darum geht, diese Fragen etwas genauer zuzuschneiden, auf der Basis vieler Vorarbeiten, die in den vergangenen Jahren vorgelegt wurde, eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten, gerade auch aus dem FIF oder dem FIF-Umfeld, der nicht nur dazu dienen soll, in soziotechnischen Systemen, also vor allem Informatiksystemen oder solchen, die von Informatiksystemen mitgesteuert werden, eingeschriebene Machtmuster zu erkennen, sondern sie auch zu analysieren und weil ja viele hier sind, die in solche Entwicklungsprozesse eingebunden sind, da mitmachen, daran beteiligt sind, eingreifen zu können, Kritik üben können und intervenieren können und die Richtung, in die eine Entwicklung geht, zu ändern. Und das ist sozusagen das Ziel, wie es Heinz von Förster einmal ausdrückte, die Systeme so zu entwickeln, dass sie neue Freiheiten schaffen und nicht bestehende beschneiden oder gar aufheben. In den letzten Jahren haben sich ein ganz paar Institute gegründet, von denen ihr wahrscheinlich schon gehört habt, ein paar sind ja auch in Berlin. Das Problem, was wir sehen, ist, dass die Diskussion derzeit viel mehr als in den Jahren und Jahrzehnten davor relativ oberflächlich ist, sehr stark auf Fremdbeschreibung, das heißt Außenbeschreibung, wenig mit der Informatik verknüpft ist, sondern es sind sozusagen Beschreibungen über Informatik und über Informatiksysteme, aber nicht sehr stark beeinflusst von dem, was der Kenntnisstand in der Informatik ist, relativ wenig differenziert und an vielen Stellen zu alarmistisch ist. Wir wollen versuchen, sozusagen auch Vorarbeiten, die auch schon teilweise länger zurückliegen, da wieder aufzubauen und ein bisschen weiterzugehen, genauer reinzuschauen, genauer auch die Unterscheidungen und die Unterschiede deutlich zu machen, an welchen Stellen, in welcher Form, wie Technik gestaltet wird, wie dort Machtmuster eingeschrieben werden, und hoffentlich dann auch, wie man da intervenieren kann. Wir beziehen uns insbesondere eben auf Vorarbeiten aus den Bereichen Informatik und Gesellschaft, kritische Informatik, aber auch Techniksoziologie, Science and Technology Studies oder aus der historischen Rechtskybernetik oder Rechtsinformatik.
Was ist unser sozusagen ganz grobes Modell, an dem wir auch jetzt so ein bisschen erzählen wollen, wie wir vorgehen, aber auch, dass wir als sozusagen analytisches Raster benutzen, um daran das reale informationstechnische oder soziotechnische Systeme zu analysieren. Eigentlich gibt es immer so eine Art, ja, die Welt, in der das schon stattfindet. Dann wird irgendwie die Welt abgebildet, entweder deskriptiv oder konstruktionistisch, in Modelle. Auf der Basis werden dann Probleme analysiert, identifiziert, nicht einfach so heraus, aus sich heraus oder nicht wahr, sondern gemacht. Dann werden Lösungen vorgeschlagen auf der Basis der Annahmen, Einschreibungen, Modelle, die dann in irgendeiner Art und Weise in Technik umgesetzt werden und die dann wieder auf die Welt wirken. Wir wollen jetzt hier kurz durchgehen und uns anschauen, wie das geschieht, wie wir da versuchen, etwas mehr Unterscheidungskategorien einzuführen, um das genauer in den Blick nehmen zu können. Vieles von dem wird sozusagen relativ allgemein auch in den beteiligten Wissenschaftsdisziplinen betrachtet, aber eben relativ oberflächlich oder ganz krass am Einzelfall. Also es werden Einzelfallstudien gemacht, in denen versucht wird, eine konkrete technische Entwicklung und deren Umsetzung in der Praxis tiefgehend zu beleuchten, aus denen dann relativ selten oder eben fast nie Rückschlüsse auf verallgemeinerungsfähige Entwicklungen oder eben Anknüpfungspunkte, um dann in Technik einzugreifen und die Gestaltung zu beeinflussen, wieder geschlossen wird. Wir trennen zwischen Modell und Einschreibung, obwohl in den beteiligten Disziplinen teilweise sowohl das, was dann in die Technik eingeschrieben wird, natürlich als Modell, als informatisches Modell betrachtet werden kann, während etwa in der Techniksoziologie auch die Einschreibung in das Modell eben als Einschreibung bezeichnet und ganz oft betrachtet wird. Wie gesagt, das ist nicht neu. Also ich will kurz, um sozusagen den historischen Rahmen aufzuspannen, seit wann das stattfindet, etwas zitieren von Herbert Fiedler 1975 über Informatik und Informationstechnik. Nach ihrem gesellschaftlichen Stellenwert bedeutet Datenverarbeitung nicht nur Rationalisierung, sondern den Übergang zu einer neuen Stufe der Rationalität. Die Datenverarbeitung tritt dem Menschen nicht nur als Werkzeug und spezieller Kommunikationspartner gegenüber, sondern reguliert als Organisationsprinzip und Kommunikationsmedium wichtige Lebensvorgänge menschlicher Gemeinschaften. Sie mediatisiert Prozesse der zwischenmenschlichen Verständigung und kann dazu führen, dass die menschliche Lebenswelt nur noch in der Sichtweise einer bestimmten Verdatung aufgefasst wird. Durch ihre allgemeine Verbreitung geht die Informationstechnologie weitgehend bereits in die Konstituierung gesellschaftlicher Verhältnisse ein und ermöglicht es, diese automatisch zu dokumentieren. Das ist also alles nicht neu. Computer realisieren den objektiven Geist der Gesellschaft nicht nur als statische Struktur, sondern als Medium und über individuellen Prozess. So, kommen wir mal zum Versuch, den ersten Teil genauer abzubilden und mal da reinzuschauen, wie das aussieht. Mit Modellifizierung meinen wir mit Wilhelm Steinmüller, auch aus dem FIF-Umfeld, glaube ich, sehr bekannt, den Prozess und das Produkt der Modellierung, also der Abbildung der Welt in informationsverarbeitende Systeme, und zwar deshalb als Modellifizierung, weil wie bei Kommodifizierung oder Objektifizierung es wichtig ist, den Substitutionsaspekt dieser Modelle zu betonen. Was sind die Produkte? Es können Abbildprodukte sein, also das heißt die Annahme, wie immer die begründet wird, dass irgendeine Realität da ist, die abgebildet wird in ein Modell, oder konstruktionistische Modelle, also Modelle über zukünftige
Welt oder Teile von Welt. Es können Prozessstrukturen, Interaktionsmodelle sein. Es können Menschen, Dinge oder Konzeptmodelle sein. Und bei den Menschenmodellen auch Personengruppen oder sogar Bevölkerungsmodelle. So sind, nur um das sozusagen nur an der Stelle mal zu sagen, Skripte in der in Techniksoziologie, dann konstruktionistische Handlungsmodelle, also zukünftige, die zukünftige Handlungen beschreiben, mögliche oder zu erzwingende Handlungen, die dann eingeschrieben werden. So, was sind die Probleme? Die Probleme sind Modellannahmen, Modellierungshoheit und Entscheidungsprämissen. So sehen Modelle aus, die den Vorteil haben, dass man sie schön ansehen kann und die doch einen großen Unterschied haben zu den Modellen in der Informatik. Die meisten dieser Modelle muss man, wenn man sie denn als Konstruktionsmodelle ansieht, auf deren Basis man etwas entwickeln will, wieder in Welt umsetzen. Und der Unterschied zu den Modellen in der Informatik ist in Bezug auf viele informatische Modelle, da kann man direkt darauf prozessieren. Man ist nicht gezwungen, sie erst in die Welt umzusetzen, sondern kann darauf rechnen, kann darauf prozessieren. Und das heißt, die, wie etwa bei einem Schiff, ja, das reale Schiff darf dann nicht untergehen. Das ist bei denen, wenn man darauf prozessiert, weniger relevant, weil solange es für den Computer prozessierbar ist, ist alles in Ordnung. Und der Computer prozessiert dann eben auch darauf. Alles, was relevant ist, ist die Frage der Berechenbarkeit. Abbildungen sind verkürzt, verzerrt, aber nicht einfach falsch oder richtig, sondern funktional oder zweckmäßig. Und es geht um die Frage, wessen Perspektive, welche Zwecke, wessen Zwecke. Der zweite Punkt, und das führt genau darauf hin, ist, welche Zwecke, wessen Zwecke. Modellierungshoheit ist dann die Entscheidungsmacht über die Zwecksetzung und die Modellannahmen, auf deren Basis dann diese Modelle gebildet werden. Und die Kontrolle über die Prozesse der Modellbildung. Wer bildet ab, wer misst, wer entscheidet, was abgebildet und gemessen wird und was nicht. Wie abgebildet wird oder gemessen, qualitativ, quantitativ, mit welchen Werkzeugen. Wie stark oder schwach sind Zuschreibungen und Festschreibungen, auch über Zeit? Und wie leicht oder schwer, und tendenziell ist es bei informatischen Modellen dann eher leicht, ist es, dass sich die Modelle verselbstständigen. Also aus dem, was sie als Kontext ursprünglich, aus dem sie entstanden sind, die Zwecke, aus denen sie geschaffen wurden, sich davon verabschieden und freidrehen. Und drittens Entscheidungsprämissen, also das heißt Vorentscheidungen, die Entscheidungen zugrunde gelegt werden und die damit den Entscheidungsrahmen einengen und organisierte Pfadabhängigkeiten darstellen. Ihr alle kennt wahrscheinlich das Beispiel als sehr technisches Beispiel von solchen organisierten Pfadabhängigkeiten, die Tastatur, aber natürlich gilt das auch für so etwas wie die Planung bei Bebauungsplänen oder Straßenbau. Ja, die Entscheidung, die Grundentscheidung darüber, wie diese Strecke geführt wird, die ist, die ersten Grundentscheidungen sind in den 80ern getroffen worden, dann Anfang der 90er, direkt nach der Wende. Die Frage, ob das Jahre oder Jahrzehnte später immer noch so sein sollte, so gebraucht wird, wird dann nicht gestellt, sondern für alle nachfolgenden Prozessschritte werden diese Entscheidungen schon als Grundlage genommen, als wahr angesehen und einfach weiter prozessiert. Das ist nicht neu. In Bezug auf die bürokratische Verwaltung hieß es immer schon, quod non est in actis, non est in mundo. Was nicht in den Akten steht, steht nicht in der Welt. Was nicht im Computersystem steht, ist nicht in der Welt. Das ist wahrscheinlich das Gegenstück heute. So viel erstmal zu den Modellen. Kommen wir dann zum zweiten Schritt,
Der Einschreibung. Die Einschreibung. Also wir haben ja gehört, wir haben auch vorhin schon gesagt, Einschreibungen gibt es natürlich in Modellen. Und wir wollen uns aber in diesem Abschnitt damit beschäftigen, wie sozusagen die Einschreibungen im Umsetzungsprozess der Modelle in die konkrete Technik vonstatten gehen. Und sich so die Annahmen, die wir in den Modellen haben, und sozusagen konkretisieren in der Umsetzung und so Stück für Stück in die Technik fließen. Wir haben uns hier viel über Begriffe unterhalten und über Einschreibung und Umsetzung und Implementierung. Wir haben uns gegen den Begriff Implementierung entschieden, weil man kann natürlich auch sagen, dass Modelle implementiert werden, aber was im Begriff Implementieren sich nicht so schön konnotiert ist, ist, dass da eben Dinge auch nicht implementiert sind. Also wenn ich bestimmte Annahmen treffe über Dinge, die es nicht gibt und Dinge nicht mitdenke, dann schreibe ich dieses Nicht-Mitdenken, wir werden gleich noch ein Beispiel sehen, auch in die Technik ein. Und deswegen haben wir eben diesen Begriff der Einschreibung hier vorgezogen. Genau. Was ein bisschen verwunderlich ist, ist, dass ich jetzt über den technischen Teil spreche, weil ich bin ja eigentlich der Soziologe und der Informatiker jetzt über den Modellbegriff gesprochen hat, aber das ist eben auch Teil unseres sozioinformatischen Projekts. Mal gucken, ob das überzeugt und euch auch überzeugen kann. Also, wie gesagt, wir sind jetzt bei der Einschreibung. Auch hier gibt es natürlich verschiedene Akteure, wie bei den Modellen und der Modellbildung. Und Akteure sind mir als Soziologe natürlich mal besonders wichtig, weil natürlich die Technik nicht von selbst entsteht. Interessant ist nur, dass natürlich bei dem Umsetzungsprozess andere Menschen beteiligt sind, zum Beispiel Informatikerinnen und Informatiker. Deswegen machen wir das auch hier nochmal stark. Natürlich auch nicht nur EntwicklerInnen, sondern auch ProjektleiterInnen oder in Open-Source-Projekten kann theoretisch jeder auch mal einen Code-Beitrag machen. Und jeder, der natürlich an diesem Projekt mitbaut, jeder, der irgendwie in der Umsetzung des Modells beteiligt ist, bringt natürlich auch seinen persönlichen Eintrag, seine Interpretation des Modells oder seine Ideen und seine Vorstellung von Welt. Aber Stück für Stück durch die Umsetzung und durch das Bauen der Technik werden die Freiheitsgrade immer weniger und das Modell wird eben immer stärker fixiert. Die Interpretationsspielräume werden genutzt, reduziert und man spricht natürlich auch von einem Schließungsprozess oder die interpretative Flexibilität, die am Anfang noch vorhanden ist, die wird eben immer weniger. Und am Ende haben wir eben ein stärker wirksames, fixiertes Stück Technik, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt nochmal hier ein Stück aus unserem großen Weltstrichmodell rausgenommen, um nochmal auf die einzelnen Punkte einzugehen. Bei der Umsetzung gibt es natürlich bestimmte Policies, Kriterien und Protokolle, die einfließen. Dann werden im Technikprozess Versatzstücke, habe ich das mal genannt, häufig verwendet, also Module, Bibliotheken, Codebausteine. Der ein oder andere hat vielleicht auch schon mal sich bei Internetplattformen bedient und bei Stack Exchange was rausgezogen. Auch hier stecken dann eben Annahmen drin und Stück für Stück Annahmen und Modelle. Vielen Dank. Kommt auch gleich auf der nächsten Folie nochmal. Und so bauen wir dann eben, oder ihr muss ich eigentlich sagen, ich bin ja kein tätiger Informatiker, das System. Genau, und um das nochmal zu betonen, in den Policies und den Kriterien und Protokollen stecken Festlegungen von Kriterien und Regeln. In den Versatzstücken, die wir integrieren, stecken implizite Vorstellungen von Leuten, die eben diese Codefragmente gebaut haben und bestimmte Ideen, bestimmte Ziele und Zwecke verfolgt haben, als sie das entworfen haben. Und wir übernehmen diese Modelle mit dem Code. Und dann, als Soziologe möchte ich natürlich wieder auf die Strukturen abheben, die Organisationsstrukturen, da habe ich mich auch in meiner Doktorarbeit ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe es schon vorher genannt, die Akteure haben ihre Vorstellungen von Welt, die sie mit einbringen, aber natürlich gibt es ja auch unterschiedliche Rechte und Pflichten, Entscheidungsbefugnisse,
welches Modul, welche Bibliothek jetzt verwendet wird. Also gibt es da strukturelle Unterschiede. Nochmal auf den Punkt gebracht, es gibt eben Normen, Praktiken und Strukturen, die in einer Entwicklungsgemeinschaft oder in einer Organisation zusammenspielen und dann dazu führen, dass es innerhalb dieser organisatorischen Einheit häufig auch eine sehr starke Idee gibt, wie Dinge gemacht werden müssen. Ich habe hier ein umgewandeltes Zitat von Ludwig Fleck, der über Denkstile geschrieben hat, übertragen sagen, what can be done in no other ways, also durch spezifische Normen, Praktiken und Strukturen in einer Entwicklungsgemeinschaft gibt es eben ein ganz bestimmtes Denken, wie Dinge gemacht werden sollen. Da kann man auch von Regimen sprechen, von epistemischen Regimen, wie ich es in meiner Arbeit gemacht habe. Das möchte ich jetzt aber nicht ausführen, sondern ich möchte auf ein Beispiel eingehen, das zeigt, wie stark, ja, wie auf nur eine Weise beispielsweise ein Installationsprogramm gemacht werden kann. Also zumindest aus dem Blick von einer spezifischen Community. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal ein Programm installiert. Üblicherweise hat man einen Assistent, wo man sich durchklicken kann, wenn man so ein Programm designt, möchte man natürlich, dass die User nichts Falsches machen. Deswegen kann man beispielsweise komplizierte Optionen mit something else schon mal ausblenden, dass man da nicht irgendwie auf die Idee kommt, was zu konfigurieren. Und hier stecken bestimmte Annahmen drin. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber ich will einen Kontrast zeigen. Das ist ein Screenshot aus einem anderen Installationsprogramm. Das ist Debian Linux. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gesehen. Sehr unwahrscheinlich in so einem InformatikerInnenforum. Hier haben wir, was ich hier zeigen will, ist, man kann bei diesem Installer ganz leicht aus dem Installationsprozess herausgehen und hat auf einmal alle Möglichkeiten. Jede einzelne Station des Installationsprozesses kann man auswählen. Und abgesehen davon, dass wir auch eine ganz andere Ästhetik haben hier. Und ein zweites Kontrastbeispiel ist die völlige Freiheit. Hier haben wir sozusagen nur noch eine Textdatei, die Vorschläge macht, welche Programme man dann selbst eingeben darf. Also sprich, die sind alles drei verschiedene Varianten eines Installationsprogramms, die in verschiedenen Communities als eine einzig sinnvolle Lösung im Grunde angeboten werden. Und weil der Impact von Linux-Installationsprogrammen, man könnte sagen leider, gesellschaftlich gesehen sehr marginal und unwichtig ist, habe ich noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt weniger informatisch, aber hat einen größeren Impact, zumindest auf das Reisevergnügen oder Missvergnügen vielleicht, je nachdem. Ein Bodyscanner oder wie er zeitlang auch nett genannt wurde, ein Nacktscanner. Heute ist der Nacktscanner ja nicht mehr ein Nacktscanner, sondern nur noch ein Bodyscanner. Warum, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe dieses Beispiel genommen, weil man hier ganz schön zwei verschiedene Arten von Einschreibungen sehen kann. Und zwar eine, die ist sehr offensichtlich und eine, die ist weniger offensichtlich. Die offensichtliche ist beispielsweise, dass dieses Gerät konzipiert ist für Menschen, die auf zwei Beinen da durchgehen können. Nicht beispielsweise für Menschen, die mit einem Rollstuhl unterwegs sind. Das ist sehr offensichtlich. Sieht man schon an der, wie dick der Spalt ist, durch den man durchgehen muss. Eine weniger offensichtliche Einschreibung und eine weniger offensichtliche Modellannahme sozusagen sind die Proportionen von Körpermasse. Nämlich, weil man ja nicht mehr nackte Bilder sehen möchte oder nicht möchte, dass die OperatorInnen die halbnackten Bilder sehen können, hat man eben nochmal eine Software-Schicht eingebaut, die eben nur angibt, wo hier was falsch ist. Und das, was falsch ist, ist halt wieder eine ganz klare Annahme, wo eben Körpermasse erwartet wird und wo sie nicht erwartet wird. Und das ist in den meisten Fällen eben, funktioniert es, aber es kann eben auch Fälle geben von atypischen Geschlechtsorganen oder medizinischen Anomalien. Und zwar Anomalien ganz in dem Sinne, dass es eben im Modell, das in diese Technik eingeschrieben wurde, nicht vorgesehen ist, die dann eben zu einer Fehlfunktion führen können. So, und jetzt nochmal zu
das war jetzt der Einschreibungsprozess. Jetzt möchten wir nochmal auf die Wirkung zu sprechen kommen. Ich möchte eben argumentieren, warum Technik, ähnlich wie Sozialstruktur, eine Wirkung, eine beeinflussende Wirkung auf uns Menschen hat. Zunächst eine definitorische Setzung. Macht kann man auf ganz viele verschiedene Arten definieren. Ich folge jetzt hier einigen Kollegen aus dem Berlin Script Collective und reduziere sozusagen Macht auf die Androhung von physischer Gewalt, um mich dann der Beeinflussung zu widmen. Physische Gewalt ist auch üblicherweise in Technik, zumindest in unserem behüteten Berlin, häufig nicht zu erwarten. Also natürlich sind wir auf der FIFCON und eigentlich könnte ich jetzt auch über Killerdrohnen und Killerroboter sprechen, aber üblicherweise begegnen die uns noch nicht und hoffentlich möge das auch bleiben und vielleicht auch in anderen Regionen sich ändern. Deswegen reden wir jetzt erstmal über die Beeinflussung. Und zwar im Sinne einer Umsetzung, einer Verhaltenserwartung. Ich habe ja auch den Begriff Implementation nochmal entfernt und Umsetzung ran gemacht, dass wir hier nicht in begriffliche Uneinigkeiten kommen. Genau. Was ich natürlich noch sagen muss, die Gewalt steht natürlich gewissermaßen häufig auch uns gegenüber, die physische. Wenn wir jetzt an den Bodyscanner denken, wenn ich einfach an den Bodyscanner vorbeigehe und über die Absperrung springe, kommt mir wahrscheinlich kein Killerroboter entgegen, aber eine Maschinenpistole vielleicht wird auf mich gezeigt oder so. Aber das ist dann sozusagen nicht mehr die Technik, sondern der Mensch mit der Technik. Also ja, können es noch von Aktanten anfangen zu erzählen, das lasse ich. Deswegen um die Einflussung. Beeinflussung will ich jetzt nochmal aufspalten. Wie kann man eigentlich jemanden dazu bringen, etwas zu tun, ohne physische Gewalt anzudrohen? Ich kann einerseits die Handlungsmöglichkeiten verändern oder ich kann die Zielbildung verändern. Also den Menschen dazu bringen, dass er gar nicht mehr, also dass er auf eine Art handeln kann oder dass er eben vielleicht gar nicht mehr auf die eine oder andere Art handeln will oder doch will. Und auf der, das kann ich entweder tun, dass ich die Gegebenheiten verändere, die Handlungsoptionen technisch beispielsweise, oder dass ich Interpretationsangebote mache. Ich werde gleich noch ein kleines Beispiel nennen. Also die Veränderungen von Gegebenheiten kann ich wiederum mit einem starken Zwang umsetzen oder mit der Gewährung von Mitteln. Die Gegebenheiten kann ich auch ändern durch Anreize. Und genau, die Interpretation der Situation, da mache ich eben einen Vorschlag. Beispielsweise ein beliebtes Beispiel in der Literatur ist das Smart Car. Wahrscheinlich, weil einfach viele Menschen davon genervt sind, dass sie sich nicht mehr Auto fahren dürfen, ohne angeschnallt zu werden, weil es dann immer so laut piepst. Das würde ich jetzt als einen Anreiz nennen. Dieses Piepsen erlaubt mir zwar, dass ich ohne Anschnallgurt fahre, aber es ist halt nicht so richtig angenehm. Vorschlag einer Reinterpretation wäre hier der Hinweis auf dem Display, Sie genießen jetzt keinen Versicherungsschutz. Die Gewährung von Mitteln wäre jetzt im Grunde schon der Einbau eines Anschnallgurtes. Also wenn man noch an Autos, die vor gar nicht allzu langer Zeit hier durch Berlin gefahren sind, denkt, da gab es keine Anschnallgurte. Da hatte man also auch keine Beeinflussung dahingehend, dass man sich anschnallen solle oder könne. Und schließlich der Zwang, man kann natürlich auch ein Auto so machen, dass es gar nicht losfährt, wenn man sich nicht anschnallt. Soweit, das habe ich zum Glück noch nicht gesehen, aber was heißt zum Glück? Weil nicht werten hier. Gut, diese Folie ist jetzt sehr voll, ich habe sie nur hier an die Wand geworfen, um nochmal zu zeigen, dass es eben verschiedene Ebenen der Beeinflussung gibt und Technik nur eine ist. Also Sozialstruktur ist natürlich für mich als Soziologe eine sehr wichtige Kategorie, also für uns alle, aber ich rede natürlich lieber drüber. Aber hier möchte ich eben nochmal die technikvermittelte Variante stark machen, und zwar gibt es sozusagen Zwang, Ausstattung, Anreiz und Vorschlag der Interpretation auch in der Ebene von Struktur, beispielsweise Wissens- und Glaubenssysteme bieten uns eine neue Weltsicht und bringen uns dazu, manche Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und in der Technik ist das Ganze eben materialisiert und dann gewissermaßen eben auch eingeschrieben in die Technologie. So, deswegen wollte ich nochmal darauf zu sprechen kommen. Und ein Aspekt noch, natürlich hat eine Technik auch verschiedene
Wirkungsebenen. Also es gibt eben nicht nur den Nutzer oder die Nutzerin. Wer ist er überhaupt in diesem Beispiel? Ist es die Sicherheitskollegin, sage ich es mal, im Hintergrund, oder ist es der Mensch in der Mitte, der Benutzte? Das sind so schon mal zwei Ebenen, die von Nutzern, die von Technologie beeinflusst werden können. Dann gibt es noch dritte, zum Beispiel der Verkäufer oder die Verkäuferin, die im Duty-Free, der direkt hinter dem Bodyscanner steht, mit genervten Kunden zu tun hat, weil der Bodyscanner falsch funktioniert hat und sie deswegen ganz lange befragt wurden oder sowas. Und dann gibt es natürlich jenseits der Nutzungssituation noch weitere Folgen und beispielsweise, dass solche Technologien auch an Flughäfen eingesetzt werden, weil sich bestimmte Ideen weiterverbreiten, sage ich jetzt mal. Oder dass Menschen auf einmal sich gar nicht mehr trauen, in Gebäude zu gehen, in denen kein Bodyscanner steht, weil es könnten ja böswillige Menschen unterwegs sein. Also es gibt verschiedene Wirkungsebenen von Technologie. Und jetzt darf ich weitergeben an Jörg. Genau, jetzt kommen wir nochmal sozusagen zum Ende, nochmal auf das Ausgangsbild, in dem wir quasi jedenfalls für ein System, was immer das eine System ist, Wege verfolgen können und wenn wir Teil davon sind, dann auch identifizieren können, wie das jeweils, an welchen Stellen wir jeweils eingreifen können, etwa wenn es darum geht, bestimmte Versatzstücke, Bausteine einzusetzen, die nämlich schon eine Einschreibung mitbringen. Was ist das? Die schöne neue Welt? Ist sie schön? Ist sie neu? Wir haben gezeigt, dass das nicht ganz neu ist, dass es das schon lange gibt, dass auch in der Informatik schon immer Ansätze dazu gab, das zu analysieren, auch in der Soziologie. Was, glauben wir, ist jetzt sozusagen sind die springenden Punkte? Wir glauben, im Gegensatz zu der heutigen Diskussion, die sich vor allem an sowas wie Bias abarbeitet, man kann nicht modellieren. Das heißt, es gibt keine Nicht-Biased-Systeme, sondern man kann immer nur entscheiden, in welche Richtung. Es gibt keine objektiven Modelle von Welt, sondern die sind immer gemacht. Man kann auch nicht einschreiben. Es wird immer etwas eingeschrieben. Es gibt keine Neutralität von Technik. Es gibt aber auch keine freie Technik. Alles, was wirkt, hat Nebenwirkungen. Das heißt, das, was wir da drin machen, wenn es wirkt, wirkt vielleicht auch auf unterschiedliche Akteure, die davon betroffen sind, unterschiedlich. Selbst wenn das also gut gemeint ist, ist das nicht unbedingt gut gemacht. Also auf der Akteursebene, nicht auf der sozusagen ingenieurtechnischen Ebene in der Umsetzung. Da kann es immer noch gut gemacht sein. Und das ist dann sozusagen die letzte Frage, was ist dann zu tun? Wir denken, es geht darum, die insbesondere, nicht nur, aber insbesondere auch implizite Modellannahmen zu hinterfragen, sie aufzudecken, sie erstmal sichtbar zu machen, vor allem auch sichtbar zu machen, was nicht drin steht, was viel schwieriger ist, was ist ausgeblendet worden. Und dann natürlich, was steht drin, was ist eingeschrieben in die Dinge, die wir einfach so benutzen, weil sie schon da sind, ja, sowas wie ein Identitätsmanagementsystem, das man irgendwo einsetzt. Was ist da drin? Was ist da schon? Was wird dort als Identität verstanden? Welche Eigenschaften werden denen, die da Identität haben, zugeschrieben? Wie langlebig sind die? Wie sehr lassen die sich von wem kontrollieren? Schaut euch also an, in was ihr euch da einkauft, wenn ihr existierende Systeme nutzt. Wenn ihr darauf aufbaut, was steckt dort schon drin, bevor ihr überhaupt angefangen habt,
noch mehr einzuschreiben. Ja, vielen Dank. Ja. Wir hätten noch Zeit für Fragen, sofern es welche gibt bei euch. 34 Minuten. Ich komme sogar hoch, ganz nach oben und bringe das Mikrofon vorbei. Dann können auch die Menschen im Stream zuhören. Genau. Hinten in der Mitte. Besser geht's nicht. Danke. Also ist nicht eine direkte Frage, sondern eine Anmerkung, weil in eurer Darstellung am Anfang der Begriff des Modells ja eine ganz, ganz große Rolle spielt, nicht Modellierung von Welt. Und ich habe so ein bisschen da eine Anregung, dass man jemanden, den hier viele eigentlich noch kennen müssten, der hier mal Universitätsprofessor war, Bernd Maher, dass man sich das, den Modellbegriff mal anguckt, der eben nicht davon ausgeht, dass ein Modellbegriff, dass ein Modell sowas ist, ich habe ein Abbild von Wirklichkeit, sondern, und das war, tauchte hier aber als Hintergrund immer auf. Und zum Modellbegriff von ihm gehört, dass man immer unterscheidet, ein Modell von etwas, also von einem Ausschnitt aus Wirklichkeit, und ein Modell für etwas, und dann darüber nachzudenken, was ist eigentlich das richtige Modell vom Modellsein. Und weil, wenn man darüber nachdenkt und über das Modell nicht auffasst als eine Abbildung von Wirklichkeit, sondern eigentlich als eine große Matrix, dann kann man da, glaube ich, den Modellierungsprozess auch viel besser damit erfassen, als wenn man sagt, ich passe das auf, das ist ein Stück von Abbildung von Wirklichkeit, und dann sage ich immer, trifft es das genau? Das ist, glaube ich, das geht an dem ganzen Modellbildungsprozess an ganz vielen Fragen vorbei, und deswegen wäre es gut, sich das einfach nochmal anzugucken. Okay, vielen Dank. Dann war das in dem Vortrag an der Stelle nicht deutlich genug. Nein, selbst wenn Akteure der Meinung sind, dass sie Welt nur abbilden, konstruieren sie die Welt im Modell neu. Also das ist, es gibt keine objektive Abbildung, und es ist immer eine Konstruktion, ein Auswählen und damit eine Schaffung von dem, was sie machen, und zwar für Zwecke, aus Perspektiven, mit Interessen. Und es ist keine, ist sozusagen, Abbildung, das ist ja das Problem, dass sozusagen das in der Informatik, wenn in der Informatik normalerweise darüber gesprochen wird, dass dann immer das so als sozusagen Abbildungsmodell behandelt wird, ingenieurtechnisch als, und dann muss man nur die Validität des Modells verbessern. Aber das ist es eben gerade nicht. Gibt es andere Anmerkungen, Fragen aller Art? Dann vielen Dank an Jörg und Daniel.